Die klassische Fotografie oder die Fotografie ist ja ein Medium, was quasi die Wirklichkeit abbildet. Wenn man die Arbeiten von Gaudenz Signorelli anschaut, dann sucht man vergebens nach den konkreten Spuren von Architektur, von Landschaft, von Porträts, sondern man findet Spuren, man findet Bildwelten, die unsere Imagination in Gang setzen und die nicht irgendetwas abbilden. Wenn ich irgendwo durchlaufe und etwas springt mich an, von innen her, dann fotografiere ich es. Ob ich es so fotografiere oder ich es so fotografiere oder so fotografiere. Irgendwie, wenn ich ein gutes Gefühl und Lust dazu habe, mache ich das. Es ist eine sehr subjektive Weltsicht, es sind sehr emotionale Bilder, sie sind sehr stark von Gefühlslagen geprägt, wenn Gaudenz Signorelli unterwegs ist und seine Fotografien macht, aber auch, wenn er im Atelier arbeitet und mit den Polaroids, die er knetet, übermalt, die er beheizt, manchmal auch, um andere Farben zu bekommen. Also es ist jemand, der wirklich experimentell mit dem Medium umgeht. Was auffallend ist aber, ist, dass sein Werk in den ersten Jahren vorwiegend schwarz-weiß war. Positiv, negativ, schwarz-weiß, immer sehr malerisch. Aber dass jetzt in neuerer Zeit auch sehr starke Farben mit ins Spiel gekommen sind und das dank oder nach einer Reise nach Indien, wo das auch ein prägendes Erlebnis, eine prägende Erfahrung war. Und die neueren Arbeiten, die sind stark farbig. Mit der Indienreise ist irgendwie das Spiel der Farben oder die Lust. Ich meine, man muss ja die auch Farbe empfinden, sonst kann man sie ja gar nicht wiedergeben. Aber das heißt nicht, dass das Schwarz-Weiße nicht gut sein könnte. Ich mag's, ich sehe auch Farbe im Schwarz-Weiß.